Willkommen zu diesem Soul Mask Guide. Schön, dass du da bist. Heute nehmen wir unseren NPC mit zum Kämpfen. Das wird viel Spaß machen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Probieren verschiedene Einstellungen im Kampfsystem aus und auch verschiedene Kampfsituationen und wagen uns zum Schluss den großen Tribe anzugreifen. Okay, das war schon mal gut. Der erste Test ist bestanden. Also das ist jetzt wirklich für mich so das erste Mal, dass ich jemanden mitnehme auf Kampf. Wie ist er eingestellt? Er ist eingestellt auf Folgendistanz nahe, Kampfstil normal. Also ich nehme an, das heißt defensiv. Ja, ranged wäre ja dann, dass er einen Bogen zum Beispiel benutzt. Er ist neu sozusagen. Er hat allerdings schon durch Holzhacken ein Level gewonnen. Er hat von mir auch die besseren Verbände bekommen. Da ist unser nächstes Ziel. Ich habe bewusst die Hunde ausgewählt, weil, ja, die sind im Prinzip einfacher. Und ich will ja natürlich an und für sich vermeiden, dass er stirbt. Er hat zwei Waffen. Was haben wir hier? Okay. Auf jeden Fall hat er irgendwie mitgekämpft, ne? Ging jetzt natürlich sehr schnell, aber er hat angegriffen. Das ist gut. So, da haben wir Level 6. Ja, das sollte kein Thema sein. Er macht sich gut im Kampf. Übrigens, er trinkt gerne Blut, steht in seiner Beschreibung. Mal sehen, ob ich euch das zeigen kann. Er trinkt Blut, um satt zu werden. Ziele im Bereich von 5 Metern verlieren Blut, wenn sie verletzt sind. Damit hat er eine 30-prozentige Chance, den 30 HP zu stehlen. Interessant, oder? So ein verkappter Vampir. So, was haben wir hier Feines? Wir haben doch 3 erledigt. Ich weiß genau, hier waren doch 3, oder? Also das funktioniert wesentlich besser, als ich gedacht hatte. Ich hatte da wirklich Befürchtungen. Aber die Einstellungen scheinen zu passen. Jetzt waren das leichte Gegner. Wir nehmen uns jetzt als nächstes schwerere Gegner vor. Wie geht's dir? Oh, seine Laune ist doch um einiges gestiegen. Okay. Dabei hast du ein bisschen Hunger. Hast nicht genug Blut getrunken gerade, oder wie? Dann nächstes Ziel, das etwas schwerer ist. Das ist eigentlich, das ist dieses Camp hier. Da sind 2 Outcasts und ein Hund. Mal sehen, wie er da ist. Also die sind schon, kommt drauf an, mal so und mal so. Also da kann schon auch ein Level 20er dabei sein. Oh. What? Ah. Okay, das war dir zu popelig, die Hunde so und so und überhaupt. Hier gibt es so viele schöne Ecken. Wirklich. Also ich habe jetzt schon mal das ganze neue Gebiet einmal abgelaufen. Bin 3-mal gestorben, weil mein Death-Pack-Package direkt unter einem Panther lag und ich habe es aber dann tatsächlich geschafft, mich irgendwie von hinten anzuschleichen und er saß wirklich einen Meter daneben und ich konnte meine Sachen wiederholen. Da war nämlich lauter Salz drin, das ich vorne in dieser Salzgewinnungsanlage geholt hatte. Ohne die Markierung wärst du hier komplett lost. Ja, das ist. Aber das Spiel nimmt dich so gefangen, finde ich. Das ist der Wahnsinn. Es ist herausfordernd, aber das macht es auch gerade Spaß, wenn man es dann doch irgendwann schafft, ne? So, wer ist... falsche Taste. Was haben wir? Level 18, Level 16. 2-mal Level 16, 1-mal Level 18. Hi.
Na. Nein, ich wollte sie eigentlich schlappboxen. Oh, verdammt. Ah. Wieso sind die denn wieder auferstanden? Lebst du noch? Ui, eben habe ich echt Schiss gehabt. Sonst den hätten wir uns holen können. Aber gut. Also, das war so das Limit, an das wir gerade gehen können. Ich dachte, der hätte die anderen da hinten bekämpft. Vielleicht muss ich die Folgendistanz auf Medium stellen. Ja, damit er eben dann den Kampf auch zu Ende führt und nicht hinter mir hergerannt kommt, ne? Wie geht es dir? Moral ist super. Recognition, also dass er mich anerkennt, steigt leider sehr, sehr langsam. Mut ist auch gut. Ein bisschen Hunger und Durst hat er. Ja, aber du hast ja zu essen, also. Ja. Zu trinken. Alles da. Eigentlich sollte es dir gut gehen. Er singt immer ein unbekanntes Lied. Das finde ich ganz schön. Die erste, die ich hatte, hat sich immer beschwert, sie wollte Obst essen. Wo kommen wir denn dahin, dass jemand ständig Obst essen will? Was wollte ich denn jetzt? Genau. Ich glaube, er hat eine Bandage benutzt. Nimm mal eine nochmal. Aber ich glaube schon. Also ich glaube, er hatte 17 Bandagen. Meine Maske da unten, das erste Dreieck ist meine Maske. Das ist okay, siehst du, ich kann mal was essen. Und vielleicht sollte ich auch mal selber mich heilen, ne? Ich war so drauf fixiert, ob es ihm gut geht. Ich stelle ihn mal auf mittlere Folgedistanz. Vielleicht hilft das. Follow Distance. Medium. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das besser ist. Vielleicht hat ja einer von euch das schon mal ausgetestet. Wie das Verhalten der Begleiter im Kampf ist. Schreibt es mir doch in die Kommentare rein. Also man kann ja jetzt auch dann zum Beispiel ganz schnell F1 drücken oder so. Nur, ja, so schnell kommt es auch nicht da oben an die F1-Taste, finde ich. Turkeys, Monkeys. Kommen wir diesmal von der anderen Seite. What? Hä? Ah, Giant Alligator. Hat gerade einen Turkey tot gemacht. Level 14. Oh! Du lieber Himmel! Oh nein! Ach, du lieber Himmel! Wow, Mann. Okay. Ja, alleine. Also wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich jetzt tot gewesen. 100 pro, ja. Wow. Wie geht's dir? Eh ganz gut, ne? Komm. Heil dich. Also irgendwie... Es ist nicht Humming an Unknown Tune. Das finde ich sehr schön. Wo kam der denn her? Den Spot muss ich mir gleich ein bisschen markieren. Weil ich möchte natürlich irgendwann schon so ein Haustier haben. Was ist denn das gewesen? Eigentlich so gepunktet. Ist ein Gepard oder so, ne? Steht wahrscheinlich dran oder hätte dran gestanden. Ich schreibe mal Gepard. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Barbarian Scout. Nur einer? Nee, das glaube ich nicht. Da sind die anderen. Ja, genau.
Ey! So, das wollte ich auch wissen. Super. Nein! Okay. Ja, interessant, die Bewegung. Das kann nicht jeder. das war jetzt aber irgendwie nicht so abgemacht, ne? Müssen wir dich dann bei Behavior eventuell bei Battle Style auf Defense stellen? Battle Style. Er stand auf normal, ne? Ich stelle ihn mal auf Defense. Ja, das wäre echt schön gewesen, die Dame mitzunehmen. Also wir werden das natürlich nochmal probieren. Dein Mut ist gut. Da habe ich letztes Mal immer Gemüt gesagt, ne? Das ist die Stimmung. Genau, ich habe immer Gemüt gesagt und das ist natürlich die Stimmung, ja. Mir ist das nicht eingefallen im letzten Video. Aber ihr habt sicher gewusst, was ich meine. Gemüt ist halt Mut, Gemüt passte irgendwie gerade so ganz gut. So, wir machen einen zweiten Versuch. Die Einstellung ist jetzt nicht mehr auf Defensiv oder Defend oder was auch immer, sondern auf Normal. Ich hoffe, das geht gut. Sie kämpft nicht. Sie kämpft nicht. Jetzt kämpft sie. Schande. Ah! Weiter Versuch. Okay. Nein! So, nächster Versuch. Wow. So. Oh wow, er wäre beinahe gestorben, ne? Aber leider, egal welche Einstellung ich nehme. Beim nächsten Versuch habe ich die F3-Taste benutzt, nachdem wir einen Teil der Bewohner hier erledigt hatten, so dass er dort in der Ecke stehen geblieben ist und hätte dann theoretisch, wenn ich jetzt hier den nicht getötet hätte, sicherlich das so machen können, dass ich den mitnehmen kann, ja. Aber ja gut, passiert halt doch öfter mal, dass man jemanden tötet, obwohl man das eigentlich nicht will. Ich habe es auch schon im Faustkampf gemacht, habe Faustkampf gemacht und habe sie dann trotzdem getötet. Ja. Und bei manchen habe ich übrigens auch das Gefühl, dass die kämpfen und sich irgendwie immer wieder regenerieren und dann tatsächlich überhaupt nicht mitkommen wollen. Ja, mutig geworden haben wir uns dann zum großen Tribe Camp aufgemacht, um das mal zu erkunden. Und ich kann euch sagen, das wird eine ganz schöne Show, ihr werdet es ja gleich sehen. Ein harter Brocken hier für uns. Aber was mir aufgefallen ist, als ich mir eben das Video nochmal angeguckt habe. Und zwar steht mein NPC jetzt auf Defense, denke ich. Und ich habe das Gefühl, damit fungiert er für die Gegner so ein bisschen als Tank. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den gleichen Eindruck hattet. Kommt ihr hierher? Das wäre nett. Oh!
Okay, da rennt er hin. Ich heile mich mal eben. Oh mein Gott. Ich muss mich heilen. Ja. Das war's dann mit uns, wa? Kommt der hinter mir her? Oh, hoffentlich. Ich hoffe, er kommt hinter mir her. Oh ja, Gott sei Dank. Oh Gott. Oh, ich bin tot. Und er ist auch tot. Zumindest bin ich nicht im Camp gestorben. Sorry, jetzt war die Aufnahme nicht. Der lag hier auf dem Boden. Ich bin nur zu ihm hingegangen und dann habe ich ihn gerescued und hatte blöderweise für den Weg hierher die Aufnahme ausgeschaltet. Er lebt noch. Das ist mal irgendwie so das Wichtigste, finde ich. Boah, er lebt noch, ey. Er lebt noch, aber er hat überhaupt keine Energie. Würde er mir jetzt schon folgen oder... Also geheilt ist er ja. Aber Energie hat er nicht mehr. Ja, also das ist schon eine Nummer, ne? Da vorne gewesen. Er kommt hinter mir her irgendwie. Na, das, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das finde ich gut. Also, das sollte vielleicht Conan auch machen. Ja gut, der hat uns entdeckt. Oh Gott. Gut, das war die Dame. Wenn es denn nur die in den Gärten wären, wäre es ja nicht so schlimm, ne? Aber eigentlich würde mich ja viel mehr interessieren, was es da drinnen gibt. Die beiden Gärtner, die können wir sicherlich... Guck mal, hier drei. Also wir waren schon ganz erfolgreich eigentlich. Aber da müssen ja noch eine Unmenge an Leuten da drin sein. 1, 2, 3, 4. Aber die haben alle kein hohes Level. Hier war doch eben noch einer, ja klar. Ein Level 11er. Ah, da ist das Package. So, jetzt können wir auf jeden Fall reichlich hier Gemüse ernten. Das ist schon mal gut. Er hat seine Energie auch wiedergefunden. Wunderbar.
Please proceed with caution. Okay. Vorsichtig sein. Ja, ich sehe Level 10, 16, 10. Da drüben sehe ich gar keinen. Aber das heißt natürlich nichts, ne? Da, oh ja, doch, da ist ein Level 20. Ja, alle auf Mal, dann sind wir gleich wieder tot. Das ist irgendwie ziemlich sicher. Immer noch Level 20. Könntet ihr mal rauskommen? Vielleicht so einer nach dem anderen? Vielleicht sollte ich mich einfach damit begnügen, das Gemüse zu klauen. Oh. War die Gefangene? Nein, 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 nein. Okay. Nein, 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 gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Das nimmt ja gar kein Ende hier. Hier hinten haben wir jetzt alle. Der läuft da unten irgendwo rum. Der steht da drüben irgendwo. Hier ist... Ja, die kommen von da hinten. Oh. Was ist denn das? Der kann irgendwas, was ich nicht kann. Oh, 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 oh. Hörst du auf, mich auf mich zu schießen? Hat die sich schon wieder geheilt? Oh, keine Energie. Okay. Boah. Alter Schwede, hier ist was los. Was haben wir hier oben? Alles clean? Ja. Was haben wir hier? Der wird feindlich. Ey, ich wollte dich befreien, du Depp. Nah.
Dann bleibst du drin. Ich frag mich gerade, wie wir da... Ah Gott, da sind noch so viele. Guck dir das mal an. Oh. Dong. Dong, dong, dong. Okay, 12, 12, 15. Hallo, wollt ihr euch nicht ergeben? Vielleicht? Oh oh. Oh oh, ein Boxer. Nein! Oh Gott! Ui. Ich bin ziemlich... Ja, ich kann nichts machen. Wenn die ihn jetzt erledigen, dann war's das. Ich kann auch nicht wegrennen oder irgendwas. Ach du Schande. Nee, geht nicht. Kann nichts machen. Ich versuch's mal mit F7. Aber... oje, Leute. Oh Gott. Der kommt die nicht gegen, der kommt da nicht gegen an. Und ich lieg hier. Scheiße. Ach du grüne Neune, das wird nix. Ja, das war's dann. Wenn ich mich jetzt rühre... Ich kann's versuchen, aber... Nee. Ja, ich werde das dann kürzen, falls wir hier lebend rauskommen. Haha. Oh nein. Nein! Nach geraumer Zeit habe ich dann beschlossen, dass ich zu ihm krieche, um ihn zu retten. Und ihr seht das, das kostet mich hier mein ganzes Leben. Und vor allen Dingen auch das zweite Dreieck unten, das ist meine Lebensenergie. Und das ist so ein Schlafensymbol. Also ich denke, das ist sowas wie Koma. Und ich bin dann praktisch komplett ins Koma gefallen mit dieser Aktion. Aber ich wollte ihn retten, damit er mich vielleicht retten kann. Und ich wollte auch vermeiden, dass die NPCs alle wieder zurückkommen, die wir getötet haben. F7! Hey, du sollst mich retten, nicht kämpfen. Nein. Nein. Rette mich. Rette mich. Oh. Gleich ist er wieder tot. Oh Mann. Ich kann hier eigentlich nur am Bildschirm sitzen. Und kann zugucken. Und ich habe nicht die Kraft, dann nochmal hinzukriechen und ihn so neu zu beleben. Vielleicht hätte ich vorher auf Mode passiv stellen müssen. Gleich ist er tot. Ja, super. Nein.
Ja, ich habe natürlich trotzdem versucht, nochmal zu ihm zu kriechen und bin dann komplett gestorben und habe den nächsten Death Run gemacht. Ja, alle sind wieder da. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Gott sei Dank ist die Aggro-Range der NPCs hier, also der Tribes-NPCs, nicht sehr groß, sodass man nicht gleich alle aufgeweckt hat hier. Und einige sind auch aggressiver als andere. Also ich habe gesehen, es gibt eine ganze Reihe, die nicht zwingend kämpfen wollen. Zum Beispiel die da im Garten stehen oder so, ja. Das war, glaube ich, unser Glück hier. Und mit den dreien hier bin ich dann ganz gut fertig geworden. Komm hier, komm. Das ist das Einzige, was ich sehe, was wir tun können. Rausrennen. Oh, keine Energie mehr. Nein. Keine Energie. Und hoffen, dass er mitkommt. Oh, oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Oh ja. Wow. Okay, Leute. Das Gemüse haben wir nicht. Also wir haben einen Haufen Kram, aber das Gemüse haben wir nicht. Aber ja, das ist schon eine Challenge, ne? Also selbst mit einem Begleiter. Irgendwer Ideen, wie man das machen kann? Dann schreibt es doch in die Kommentare. Dieses wird erstmal das letzte Video zum Thema Soul Mask sein, bis es Neuigkeiten für euch gibt, die ich dann natürlich gerne und sofort auch mit euch teile. Ansonsten machen wir hier weiter mit Enshrouded, mit Conan und mit anderen spannenden Spielen, die demnächst auch erscheinen sollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Spiel!